Ja, grundsätzlich mit der Leistung sind wir absolut einverstanden, haben ein tolles Spiel abgeliefert, ja, von der ersten bis zur letzten Minute wirklich mit viel Leidenschaft gespielt. Ja, und wie immer beim Unentschieden, man hat ein lachendes Auge, ein weinendes Auge und die Chancen, die wir in der ersten Halbzeit hatten, die bekommt man halt nicht wieder. Da hätten wir eben klar in Führung gehen müssen und trotzdem ist es schön, wie wir auch nach dem Rückstand wiederkommen und zeigt, dass die Mannschaft ja, stabil ist, auch wenn wir jetzt noch nicht so die vielen Erfolgserlebnisse, mal ausgenommen das Pokalspiel gegen Stern, in der Liga hatten, aber eine absolut intakte Truppe gesehen, wo einer für den anderen gelaufen ist und von daher erstmal soweit mit der Leistung zufrieden, punktemäßig klar, bringen einem die Unentschieden im Endeffekt nicht so viel. Ja, im Mittelfeld sind wir ja irgendwo und anstreben tun wir den nicht, sondern für uns ist eigentlich wichtig, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir eine gute Leistung zeigen und wenn man die Bilanz einfach sieht, dann ist ganz klar auch heute wieder, wir haben genügend Chancen, um mindestens 2 Tore zu erzielen und das müssen wir uns halt vornehmen, dass wir im Durchschnitt 2 Tore pro Spiel schießen und dann wirst du auch automatisch mehr Punkte einfahren, weil ich habe jetzt auf der Gegenseite mit Ausnahme von dem Tor und einem Konter nochmal nicht so viel Gefährliches gesehen, was unser Torwart halten musste.